Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Unter unserem vorletzten Video habt ihr uns eure Fragen zur Harmonielehre geschrieben. Und heute ist Matthias Löffler bei uns zu Gast, um eure Fragen zu beantworten. Matthias ist Studio- und Live-Musiker, Lehrer und Autor dieses wunderschönen Buches Rock und Jazz Harmony. Herzlich willkommen, Matthias. Grüß dich. Uns haben jede Menge spannende Fragen erreicht auf YouTube. Hast du schon mal reingeschaut, Matthias? Klar, habe ich. Mir schon Gedanken gemacht, Notizen gemacht. Ich habe mir einen kleinen Fahrplan gemacht und es gibt ein paar Fragen, die man schnell beantworten kann und ein paar andere werden ein bisschen mehr Zeit und Raum einnehmen. Eine Sache wollte ich vorweg noch sagen. Ich bin der B-Sager sozusagen. Alle kennen das H&B-Problem und ich wollte eigentlich, weil ich das in den letzten 30 Jahren meines Unterrichtes bei jedem neuen Schüler muss ich immer wieder dieses Thema besprechen. Ich wollte es einfach an der Stelle ganz kurz hart abkürzen und nichts begründen und erklären und legitimieren. Ich werde für den Buchstaben B in der Akkordsymbolschrift auch B sagen und nicht H. Und wenn ich das B in Halt und Schritt erniedrige, werde ich Best sagen. Das ist schön, dass du das gleich zu Beginn mit sagst und damit gibt es dann auch genau keine Verwirrung zwischen dem H und dem B und dem Best. So, dann werfen wir doch mal einen Blick hier auf die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Kraja schreibt, wenn ich drei kleine Terzen aufeinander beige, was habe ich dann? Und was habe ich, wenn ich fünf kleine Terzen übereinander beige? Ja, das ist leicht zu beantworten. Was entstehen denn da für Harmonie? Einfach nur die Frage beantwortet. Zwei kleine Terzen ist ein verminderter Dreiklang, noch eine obendrauf ist der verminderte Vierklang. Und wenn ich noch eine Terze obendrauf setze, eine kleine, dann bin ich ja wieder beim Ausgangston angekommen. Und ab da verdoppelt sich einfach alles. Kurzum, die Oktave kann ich in vier gleiche Abschnitte teilen und das sind alles kleine Terzen. Deswegen alles jenseits der fünften kleinen Terz ergibt keinen Sinn, weil es einfach eine Verdopplung ist. So, Eacto Tress schreibt, wie schaffe ich es, Mikrotonalität in meine Musik zu integrieren? Super spannende Frage. Mikrotonalität, ganz kurz, ist einfach, wenn man Töne verwendet, die innerhalb von Halt und Schritt liegen, aber als grundsätzliches Klang-, Denk- und Hörkonzept. Also nicht eine Blue Note, die man zieht auf der Gitarre und eine Saite, dann ist man auch mal in einem Zwischenbereich, aber das hat mit Mikrotonalität jetzt in dem eigentlichen Verständnis nichts zu tun. Also vielleicht als allereinfachstes Beispiel, damit man sich was klanglich drunter vorstellen kann, ist, wenn man indische Melodien hört, die arbeiten mit Mikrotonalität, immer noch die traditionelle indische Musik. Und wozu Mikrotonalität definitiv wohl nicht taugt, ist einen Akkordaufbau hinzukriegen, so wie wir den kennen im westlichen Kulturkreis, in dem wir Terzenschichten oder eben unser ganzes Klanggebäude basiert nicht auf mikrotonalen Tonschichtungen. Also die Mikrotonalität zu integrieren, würde ich am ehesten, am leichtesten, in Anführungszeichen, mal so versuchen, dass ich vielleicht einfach nur auf einem Akkord, dass ich so einen modalen Sound habe und dann versuchen würde, einfach eine Melodie darüber zu schreiben, die mit mikrotonalen Tönen arbeitet und mich ruhig dabei an den Klang indischer Musik orientieren oder mir die anhören, die Melodien. Da gibt es sogar, wie heißt diese eine Fluglinie, fällt mir gerade ein, Incredible India, irgendwie sowas, jetzt mache ich gerade Schleichwerbung für irgendwen, aber fällt mir gerade in der Sekunde ein, da ist das, glaube ich, drin. Das ist ja super, sowas in ein Soundlogo mit zu integrieren und das noch sogar mit der indischen Fluglinie zusammen. Witzige Idee, ist mir noch nicht begegnet, cool. Es ist auch eine Frage, die in der Musikproduktion immer mal wieder auftaucht und wo Leute mich auch fragen, wie sie das in Cubase integrieren können, wenn sie am Computer Musik machen. Ich würde das ganz kurz mal zeigen. Wir haben in Cubase die Möglichkeit, in einigen virtuellen Plugins tatsächlich umzuschalten zwischen verschiedenen Skalen. Keyscape zum Beispiel hat in den Settings hier die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Skalen umzuschalten, indem sich so historische Skalen finden wie die Silbermann- oder Werkmeisterstimmung oder auch so mikrotonale Stimmungen wie sowas wie eine 17-Ton-Skala. Ja? Wenn wir sowas auf dem Keyboard hören, ja, da gibt es also dann auch die Möglichkeit, sowas in Produktion zu integrieren und hier auch mit verschiedenen Stimmungen oder Mikrotonalität zu arbeiten. Und Cubase hat tatsächlich auch die Möglichkeit, sowas direkt in den MIDI-Inset-Effekten mit zu integrieren, indem wir den sogenannten Microtuner hier hinzufügen, indem wir einzelne Tasten nach oben oder unten centweise stimmen können. Wollen wir uns die nächste Frage schnappen? Wie geht ihr beim Song heraushören vor? Wenn die C-Dur-Tonleiter aus nur 6 Akkorden besteht, D-Moll, F, A-Moll, C, E-Moll, G, aus reinen Quinten und großen und kleinen Terzen, am besten noch in einer Reihenfolge von dunkel zu hell, woran scheitert es denn bei den meisten beim Akkorde heraushören?
Und die zweite Frage, ist das schon Basis-Know-how, auch mal selber zu analysieren und heraushören, anstatt Google zu fragen? Fragt der Marco. Spannendes Thema, Akkorde heraushören. Wie kann man rangehen? Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist jetzt eine etwas grundsätzlichere Frage. Jetzt sind wir beim Thema Gehörbildung natürlich, beim Raushören. Ich bleibe jetzt mal beim tonalen Hören. Tonales Hören ist eine Empfehlung von mir als Bild. Ich hoffe, dass da jeder was damit anfangen kann, wie ein Sonnensystem mit einem Zentralgestirn in der Mitte. Und dieses Zentralgestirn, die Sonne, das ist der Grundton. Also alles, was wir in tonaler Musik hören und spielen und auch benennen, besitzt einen Grundton. Jeder Akkord hat einen Grundton, jede Tonart hat einen Grundton, jede Tonleiter besitzt einen Grundton. Und das ist nicht einfach, weil irgendjemand mal gesagt hat, den Anfangston nennen wir halt Grundton, sondern das hat einen Grund. Und der Grund ist unser Gehör. Und da muss ich gerade auch noch mal was Zweites Grundsätzliches einschieben, nämlich dass bei all dem, was dann die Harmonielehre hinterher erklärt oder an Regeln aufstellt, das ist immer nachrangig. Es ist immer erst so, dass Menschen Musik machen, die hören irgendetwas, denen gefällt das, dann gefällt es dem Publikum vielleicht, dann kommen die Jungs aus der Nachbarschaft und sagen, hey, hast du die Band gehört, die machen jetzt das so und so, wie geil, das machen wir jetzt auch. Und irgendwann machen es alle und 10 Jahre später muss sich irgendein Theoretiker überlegen, was er da für eine Regel für aufstellt. Aber nicht, weil der zuerst da war und die Regel aufgestellt hat, sondern weil er etwas beschreibt, was musiziert wird. Und warum wird es musiziert? Weil man es geil findet. Entschuldigung, es ist so platt. Man hört es, sagt, jo, machen wir, geil. Und damit ist das Thema durch. Das heißt, alles, was mit Harmonielehre und den Regeln passiert, das ist im Grunde genommen eine Konsensveranstaltung, die nicht über Wahlen abläuft oder irgendwelche Gesetze oder sonst irgendwas, die erst da sind, sondern das ist eine quasi eine basisdemokratische Veranstaltung unter Musikern und Zuhörern. Und erst wenn die durch ist, dann kommen irgendwann die Regeln. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, und mit Begriffen wie zum Beispiel einem Leitton hantiere oder einem Grundton, das ist nicht, weil da irgendeiner gesagt hat, jo, das nennen wir jetzt Grundton und Peng, sondern wenn ich das spiele, dann passiert in uns was. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Jeder, der nur halbwegs musikalisch ist, will wohin? Ist klar. Und wenn ich jetzt, komme ich auf die Frage zurück, wenn ich jetzt einen Akkord folge, raushören möchte, dann ist es spannend, wenn man das versucht, ganz anders anzugehen, indem man versucht zu spüren, was ist hier eigentlich für eine Spannung, wie viele Schritte kommen vielleicht noch, kommt das zu einer Auflösung oder nicht. Ich kann natürlich aber noch hergehen und kann spüren, dass das hier irgendwie nicht der allerletzte Schritt ist, bevor es dahin geht, wo das Zentralgestirn ist. Klar kann ich auch direkt hingehen, kann aber auch noch spüren, dass ich kann noch einen Schritt einsetzen und dann gehe ich erst ins Zentralgestirn. Und wenn man versucht, diese Kraftverhältnisse zu spüren, erstmal ohne zu denken, einfach nur fühlen, wo drückt mich das hin? Oder kann da noch eine Stufe dazwischen sein? Dritte Stufe ist ziemlich weit weg, ist schon fast im Outer Rim. Immer noch in C-Dur. Wo bin ich denn jetzt gelandet? E-Moll. Wow. Also E-Moll, da braucht es noch ein paar Schritte. Gegebenenfalls. Jetzt bin ich immer noch nicht zu Hause. Oh, immer noch nicht. Zu Hause angekommen. Natürlich, da sind wir wieder bei den Regeln. Heißt das jetzt nicht, dass ich nicht nach E-Moll auch C-Dur spielen kann? Why not? Es war nur eine Empfehlung, sich dem Thema mal ganz anders anzunähern und zu spüren, wo irgendwo in dieser Umlaufbahn dieser Planet sitzt. Und dann als zweites, dann die Akkordqualität zu versuchen zu bestimmen. Also das heißt, wenn ich das höre und aus irgendeinem Grund glaube, das wäre die vierte Stufe, dann kriege ich einen Konflikt, wenn ich das gelernt habe. Dann weiß ich, vierte Stufe ist aber Dur, das ist kein Mollakkord. Mhm. Heißt, mein Verstand denkt vierte Stufe, meine Ohren hören Moll. Hm. Und dann kann da was nicht stimmen. Das heißt, an der Stelle ist es schon sinnvoll und man kann, wenn man auch etwas weiß, beim Hören oder Raushören vergleiche ich das immer gern wie ein Sudoku-Rätsel. Mhm. Man versucht, die Sachen zu greifen, die wirklich klar sind, und die Sachen, die noch ein bisschen unklar sind, lässt man erstmal weg
oder versucht, die über Zwischenschritte zu lösen. Das ist absolut legitim. Und ganz wichtig ist natürlich, den Basston zu hören. Wenn man die Basstöne einer Akkordfolge nicht identifizieren kann, dann läuft man leicht ins Leere und macht Fehler. Also Akkordqualität zu bestimmen, zu versuchen zu hören, ist es Dur und Moll, dann den Grundton und am besten ist, den nachsingen zu können. Mhm. Also singen ist überhaupt das Ding Nummer eins. Ton zu hören, in sich irgendwie einsinken zu lassen und dann raussingen. Am leichtesten zu hören bei komplexeren Harmonien sind eigentlich ja immer die Tiefen, also die Basstöne und die höchste Melodiestimme. Und wenn man die erstmal bestimmt hat und dann vielleicht sogar mitsingt, welche Töne dazwischen man noch mithört, lässt sich das viel leichter analysieren, wo die dann auf der Klaviatur zu finden sind. Und man kann sich den Akkord dafür Schritt für Schritt zusammenbauen sozusagen. Ja? Also zusammengefasst, auf das tonale Gefühl achten, auf das Gespür achten, wo drückt mich der Akkord hin, wie viele Schritte habe ich vielleicht noch, bis ich bei der Tonika bin, die Qualität festzustellen, den Grundton nachzusingen, das Ganze auch gerne abgleichen mit dem, was der Verstand weiß, dass der nämlich diese Stufenakkorde kennt und gegebenenfalls da auch Widersprüche vielleicht kommen oder sich die klar machen. Und damit sollte man ganz gut vorwärts kommen. Ich habe auch zu meinem Buch, es gibt einen Gehörbildungslehrplan noch, aber der ist zum freien Download. Oh, schön. Ich stelle euch den Link zu dem Gehörbildungsplan von Matthias unter dieses Video in die Videobeschreibung. Schaut euch das gerne mal an. Gehörbildung ist was vielleicht nicht von Beginn an da ist und gehört aus meiner Sicht auch nicht zum Basis-Know-how für Producer, aber ist trotzdem ein wunderschönes und wertvolles Tool, mit dem man eben langfristig auch die Möglichkeit bekommt, auch komplexere Harmonien sich vorzustellen, auch zu analysieren und zu erkennen und auch eben selbst zu komponieren. So, wir haben von Max Günther die Frage, wie findet man zusammenpassende Harmonien? Also gibt es irgendwelche Akkordfolgen, die besonders gut ins Ohr gehen? Und es gibt auch von Christina Wippel hier eine Frage. Ich komponiere oft, indem ich mich einfach ans Klavier setze und Tasten greife und schaue, was mir gefällt. Ich habe früher klassisches Klavier gelernt, aber nie wirklich Harmonielehre. Mir geht es aber immer mal wieder so, dass ich irgendwas greife und überhaupt nicht bestimmen kann, welcher Akkord das ist. Gibt es da einen Tipp für oder kann ich sowas Banales wie ich greife mit der rechten Hand G-Dur und spiele in der linken E im Bass? Wie notiere ich das korrekt, zum Beispiel für Musikkollegen? Also erstmal ist natürlich G über E, sollte man in den eher selteneren Fällen schreiben, weil das einfach ein E-Moll-7-Akkord ist. Und ansonsten ist hier die Frage nach dem Akkordsymbol gestellt, was wichtig ist. Akkordsymbole können Noten nicht ersetzen und Akkordsymbole ist wie eine Steno, wenn man so will. Das heißt, wenn die Christina etwas genauso haben will, wie sie es drückt am Klavier, dann ist es vielleicht sogar angezeigt, dass sie es einfach in Noten aufschreibt. Ansonsten will ich natürlich gleich weitergehen und helfen, weil was Christina hier, so wie ich es verstanden habe, noch nicht so ganz drauf hat, sind die Slash-Chords und die sogenannten Schrägstrich-Akkorde. Da komme ich gleich drauf. Die Akkordsymbole, wie gesagt, sind sehr, sehr praktisch, aber die geben nicht wieder, was tatsächlich wirklich erklingt. Das ist wichtig. Wenn ich einen E-Moll-Akkord spiele mit 6 Tönen, dann ist es trotzdem musikalisch gesehen nur ein Dreiklang. Das bleibt ein E-Moll. Ich kann den noch so oft verdoppeln, wie viele Finger ich habe, aber wenn ich nur 3 verschiedene Töne habe, ist es eben nur ein Dreiklang. Und vielfach sind Akkordsymbole auch sogar fast nur klangliche Richtungsangaben. Also wenn ich das Readbook aufschlage und da steht ein Major-7-Akkord, dann spielt jeder erfahrene Jazzmusiker 1000 Sachen, die dazu passen, aber nicht irgendwie 2 Takte ein einziges Voicing von einem Major-7-Akkord. Also so viel zu den Akkordsymbolen. Der Slash-Chord, und da wollte ich dann zu Max Günther vielleicht auch, kann ich vielleicht zusammenfassen. Klischee-Folgen sind in meinem Buch. Also natürlich gibt es Akkordfolgen, die besonders beliebt sind. Ich habe eben ja schon am Anfang, wo wir ein bisschen Gehörbildung hatten, das waren so klassische Kadenzen, denen liegen dann die Quintfälle zugrunde. Aber ich will jetzt mal die Christina aufgreifen und nehmen wir einfach mal. Wir sind jetzt hier irgendwie. Wir sind jetzt irgendwie bei Tears in Heaven gelandet oder bei Mr. President oder You're So Beautiful oder 20 von Guns von Green Day und so weiter. Was passiert hier harmonisch? Ich habe einen A-Dur-Akkord. Ich bin ein A-Dur. Ja, den Would you know my name? So, das komponiere ich jetzt gerade. Du bist jetzt Eric Clapton oder die Christina. Wir komponieren Would you know my name? Und finden das cool. Yeah, das sind die Akkorde, die passen. Alles klar. Wenn ich das nur den Basston spiele und die Melodie. Ist das an der Stelle einfach leer. So, wenn ich jetzt hergehe und packe aber den E-Dur mit einer Terz im Bass. Dann habe ich harmonisch genau das Gleiche.
Ich habe E-Dur, aber mit der Terz im Bass. Aber ich habe eine andere Bassführung. Und dann geht der Song auf einmal auf. Dann passt es irgendwie. Und für sowas sind Akkordumkehrungen gut. Und Akkordumkehrungen werden mit Slash-Chords dargestellt. Und das sind diese sogenannten Schrägstrich-Akkorde. Das heißt, auf der einen Seite, auf der linken Seite vom Slash steht der Akkord oder der Gesamtakkord, der gemeint ist, und auf der rechten Seite ein separat aufgeführter Basston. Und es gibt im Grunde zwei Formen von Slash-Chords. Es gibt die, wo Akkordumkehrungen angegeben werden. Ja. So, dann habe ich hier D über Fis mit der Terz im Bass, was eine Umkehrung des Akkordes ist, weil es ein Terz im Bass ist. Und es gibt die sogenannten Hybrid-Chords. Also wenn jemand einen Akkord analysieren will und sieht einen Slash-Chord und stellt fest, oh, der Ton da im Bass, der ist aber ist irgendwie keine Umkehrung. Also ich habe diesen Akkord. Dann habe ich hier zum Beispiel G-Dur und jetzt habe ich D über G. Und jetzt lese ich dieses Akkordsymbol D über G und dann überlege ich, Moment, ist das eine Umkehrung? Da müsste G ein Akkordton von D sein. Kurz nachdenken, ist es nicht. Und in dem Moment bitte umschalten in der Analyse auf Hybridchord und den Akkord vom Grundton aus analysieren. Dann ist nämlich G als Grundton gemeint. Und dann habe ich mit Fis die Major 7, mit A die 9 und mit D die Quinte. Ich habe also einen G-Major 7-9-Akkord. Das können wir auch in Noten dann gegebenenfalls parallel darstellen. G-Major 7-9. Allerdings fehlt die Terz in dem Klang. Interessanterweise, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang vom Video, wenn jetzt die Theoretiker von den Bäumen steigen und das kannst du nicht machen, da ist die Terz nicht drin, geht nicht, dann sage ich jetzt, wieso? Ich finde es geil. Kein Mensch kommt auf die Idee, dass da irgendwie ein Mollakkord mit gemeint sein könnte. So, ja, kann ich auch als Wechselakkord nehmen. Alles wunderbar, alles gut. Der Vorteil von der Slash-Chord-Schreibweise wird hier sehr deutlich, weil ich kann den Akkord natürlich auch anders aufschreiben. Ich kann schreiben, das ist ein G Major 7 9, Klammer auf, OM 3, Klammer zu. OM 3 steht für Omit, weglassen. Dann hätte ich den Klang jetzt wieder super genau aufgeschrieben, aber stattdessen schreibt man einfach in dem Fall D über G. Oder wenn die Christina jetzt das ganz genau haben möchte für ihre Band und unbedingt verhindern will, dass jemand den D über G so spielt und oben noch die Terz draufpackt, sondern will, dass es nur so ist, dann sollte sie besser Noten verwenden. Denn das Akkordsymbol D über G lässt zu, dass ich das so spiele oder so. Oder von mir ist auch so. Oder so oder so. Passt alles. Also das ist die Schwäche sozusagen der Akkordsymbolschrift. Aber das ist auch das Gute und das Praktische an ihr, weil so kann man einfach wunderbar und gut und schnell arbeiten. Also wer jetzt eine Big Band arrangiert, der schreibt gegebenenfalls das ein bisschen präziser auf, aber da sind wir jetzt nicht. Wie finde ich denn Akkordfolgen, Klischeefolgen? Wo finde ich denn Klischeefolgen? Wo kann ich denn mir solche raussuchen, um dieselbe zu verwenden? Entschuldigung, wenn das jetzt so dämlich klingt, aber die stehen alle in meinem Buch. Es gibt das Kapitel Klischeefolgen in meinem Buch. Da sind die ganzen Kadenzen aufgeführt, was eine Kadenz ist. Und dann sind auch immer komplett Songbeispiele dazu aufgeführt. Klischeefolgen ist Kadenz, wird erstmal erklärt. Und dann haben wir schon die ersten Klischeefolgen 4, 6, Moll, 5, 1. I will always love you, thinking out loud. Dann haben wir 1, B6, 4 Moll, 5 Moll, Wonderful Life, Let's Groove Tonight, Boogie Wonderland. Dann haben wir Silence of Swing, Smooth Criminal mit der andalusischen Kadenz, The Joker, Two Princes, Let It Rain und so weiter mit 1, 5, 6 Moll, 4. Also Paradise City und so weiter. Quintfallsequenz, dann sind wir bei Fly Me to the Moon oder, yeah. Yeah. Oder I Will Survive und Autumn Leaves und Das sind alles Klischeefolgen, die sollte man einfach kennen, die sollte man selber mal gespielt haben und wissen, wie die klingen und wie man die auch selbst einsetzen kann. Und das sind Sachen, die kann man auch wunderbar in eigenen Kompositionen verwenden. Also, für Klischeefolgen schaut gerne mal in das Buch von Matthias. Da gibt es also, wie gesagt, jede Menge Analysen und Herleitungen zu ganz, ganz bekannten Songs, die eben solche Klischeefolgen für uns hörbar gemacht haben. Übrigens, Klischeefolgen heißen die deswegen, weil die tatsächlich ständig komponiert werden. Und das eben auch noch dazu gesagt, Klischeefolgen oder Akkordfolgen, das fragen auch manche Leute, die kann man klauen. Die sind an sich nicht geschützt, ja.
Und es ist wirklich erstaunlich, wie wenig Klischeefolgen oder wie wenig Akkordfolgen überhaupt es am Ende gibt. Am Ende ist es erstaunlich, wenn man ein paar Vorhänge zur Seite zieht, dass dann auch in relativ komplexen Jazz-Songs dann doch auch die gleichen harmonischen Mechanismen wirken, sind nur etwas komplexer klanglich ausgestaltet. Ja, Markus schreibt, mich würde es interessieren, ob es theoretisch irgendwann keine neuen Lieder mehr gibt, wenn man sich an die Harmonielehre hält. In einigen Genres hat man jetzt schon das Gefühl, dass alles gleich klingt. Ich persönlich glaube, dass eigentlich aber alles gesagt worden ist, was harmonisch gesagt werden konnte. Das lasse ich einfach mal so stehen, den Satzpunkt. Allerdings tatsächlich nicht melodisch. Also ich denke immer noch sozusagen, die Halle der Melodien ist noch nicht leer und die Verknüpfungsmöglichkeiten, insbesondere auch mit dem Text, sind noch nicht zu Ende erzählt. Zum Glück. Auf das, was ähnlich klingt, könnte man jetzt auch noch eingehen. Aber das sprengt jetzt auch hier den Rahmen. Also ich wollte vorhin mit diesen Klischeefolgen eins sagen, dass man das vielleicht richtig gewichtet, dass viele, wenn die anfangen zu komponieren auch und zu schreiben, gehen häufig von Akkordfolgen aus. Das kann man machen, aber das ist für meine Begriffe nicht lange tragfähig, weil die einen eher in der Kreativität so ein bisschen eingrenzen, weil es immer am Ende doch immer wieder die gleichen sind. Aber es gibt eine viel, viel größere Vielfalt an Melodien. Also ich würde versuchen eher, wenn ich komponiere, von Melodien auszugehen oder einfach sie zu singen oder so zu singen, wie man sich dabei wohlfühlt und optimalerweise einen Text dazu haben oder eine Textidee, die schon die Stimmung von dem Song ausdrückt, wo das eigentlich überhaupt hingeht und mich dann vielleicht erst ransetzen und gucken, welche Harmonien passen. Und da ist es dann vielleicht auch ganz interessant, bin ich kurz wieder bei der Christina, da einfach auch vielleicht das ganze Wissen mal über Bord zu werfen und einfach das zu drücken, was einem gefällt. Und das dann einfach zu nehmen, auch wenn man sich es vielleicht nicht erklären kann. Also da haben manche dann auch irgendwie Angst, dass sie sagen, darf ich das komponieren oder nicht? Steht das irgendwo? Ist das erlaubt? Oder ist das falsch parken oder so? Nee, bitte machen. Also es wird einfach oft viel zu sehr irgendwie die Gewichtung falsch gesetzt. Ja? Also Ohren aufsperren, machen und fertig. Das ist ein wunderschöner Tipp von dir. Das ist schön, das von jemandem wie dir zu hören, der eben die komplette Harmonielehre eben in ihre Komplexität eben auch vor sich hat und trotzdem sagt, erstmal über Bord werfen. Es geht erstmal darum, dass wir spielen, dass das, was wir spielen, schön klingt und dass wir im Nachhinein die Dinge vielleicht beschreiben, ist ein ganz anderes Blatt. Christina fragt, mich würde interessieren, wie ich mich richtig an das Thema Voicing rantaste. Eigentlich egal, ob bezüglich der Instrumente oder Gesang. Es geht darum, macht es mehr Sinn, dass das Voicing nah zusammenliegt oder dass es wieder eine spannende Melodie ergibt? Gibt es hier Gesetzmäßigkeiten oder gibt es da grundsätzlich keine Grenzen? Ich versuche es kurz zu machen. Ich greife einfach nur eine Sache raus, weil auch das Thema Voicings, dann sind wir bei Left-Hand-Voicings, bei Upper-Structure-Triads und bei tausend Sachen. Das ist überhaupt das große Thema schlechthin. Bücher und Bücher über Bücher werden da geschrieben und das ist ein derartig weites Feld, aber es ist auch total geil. Also weil sich damit zu beschäftigen, das eröffnet so viele Felder. Ich will nur ganz kurz eins rausgreifen, enge und weite Lage. Ja, dann sind wir schon, das hier ist halt eng, das heißt Terzschichtung. Wenn ich aus einer engen Lage den mittleren Ton oktaviere, habe ich die weite Lage. Das kann ich in jeder Stellung machen, kann ich hier, habe ich erste Umkehrung, oktaviere ich den mittleren Ton, bin ich hier und so weiter. Also ich nehme mal so einen A-Moll Add 9 Akkord hier. So klingt er halt eng, hat einen ganz bestimmten Sound. So, jetzt oktaviere ich die Terz nach oben. Drop Voicings nennt man das übrigens auch. Also eigentlich droppt man von oben nach unten, aber man kann auch natürlich nach oben droppen, oktavieren, das ist egal. Also ich nehme hier das C, packe das hier nach oben hin und das B hier oben hin. Und dann wird aus dem gleichen Akkord, übrigens mit dem gleichen Akkordsymbol, A-Moll Add 9, it sounds like this oder sounds like this. Und da hört man schon. Das ist offen. Viel mehr Biss, der ist viel, viel spannender. Schon habe ich zweite Lage F-Dur. Also Red Hot Chili Peppers zum Beispiel, die haben ganz viele Songs. Wie geht der eine? Californication heißt der, glaube ich. Oder? Klingt halt anders als. Ja? Absolut.
Also gerade da wir eben noch bei Klischeefolgen waren, ist ja das ganz Interessante, dass durch die Voicings ja so viel Interpretationsspielraum entsteht, in dem Moment, wo wir uns über Lagen Gedanken machen und wie wir die Harmonien spielen, dass die gleichen Klischeefolgen, also die gleichen Akkordsymbole, völlig unterschiedliche Wirkungen entfalten können, wenn wir sie auf unterschiedliche Weise spielen. Und eigentlich entsteht da ja der eigentliche Reiz im Interpretieren von Harmonien. Wie gesagt, ganz, ganz riesengroßes, weites Feld, Voicings, aber das lohnt sich, damit zu beschäftigen. Es gibt ganz, ganz viele Publikationen und also ich konnte es in meinem Buch definitiv auch nur anreißen und einen Überblick geben. Alles andere wäre vollkommen vermessen gewesen, das irgendwie in so ein Buch unterzubringen. Dafür ist das ist ein unglaublich wichtiges Thema, ist vielleicht eins der entscheidenden überhaupt. Das wäre dann auch noch so der Tipp beim Komponieren, wenn ich dann halt eine Stimmung habe von einem Song. Und ich auch weiß, was ich für einen Akkord nehmen will, dass ich aber an der Stelle mich vielleicht nicht zufrieden gebe und dann einfach nur das eine Voicing nehme, was ich kenne. Wenn ich spüre, irgendwie die Farbe ist richtig, der Akkord ist richtig, aber es ist noch irgendwie vom Taste. Geschmack ist ein ganz wichtiges Wort auch. Ist auch wieder keine Regel. Wie soll ich jetzt Taste in Regel fassen? Ja. Regel 1, Taste, Regel 2 und so weiter. Kann ich nicht. Und das ist doch das Schöne. Also am Ende, wir reden immer von Musik. Harmonielehre hin oder her. Wenn ich keinen musikalischen Geschmack besitze, dann kann ich noch so viel wissen. Das bringt mir alles nichts. Aber das Grundwissen, also das Verständnis davon, wie eine enge Lage aufgebaut ist, wie eine weite Lage aufgebaut ist und wie ich Akkorde am besten schachtel oder verteile auf meinem Instrument, das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, überhaupt diese Nuancen und diese Vielfalt erkunden zu können beim Komponieren. Das heißt also, diese Grundlagen, die du auch in deinem Buch wunderbar beschreibst, sind einfach ein ganz wichtiges Ding, was man als Einsteiger in diesem Feld lernen sollte und was dann die Werkzeugkiste darstellt beim Komponieren. Das ist richtig. Also man kann sich damit nicht genug befassen und das auch richtig üben. Man kann Dreiklänge in weiter Lage, in allen Positionen, Formen üben, Klaviertonarten und so weiter. Ja, tatsächlich waren eure Fragen zur Harmonielehre so interessant und wir sind auf so viele spannende Themen zu sprechen gekommen, dass wir uns entschieden haben, das Ganze in zwei Videos aufzusplitten. Und wir würden es für heute erstmal hier beenden. Und innerhalb der nächsten Tage findet ihr hier auf dem Kanal Teil Nummer 2, in dem wir dann die übrigen Fragen von YouTube aufgreifen. Dann bis zum nächsten Video, eine schöne Zeit und macht's gut.